Mit Ark Genesis 2 sind viele exklusive Kreaturen ins Spiel gekommen, so auch der Strider, und er bringt auch gleich seine eigene Zähnmechanik mit ins Spiel. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute mal an. Moin, mein Name ist Nico, der Profi. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark, und der Genesis 2 Content wird hier nur so rausgeballert. Aktuell sind wir bei Daily Uploads mit 2 Uploads am Tag. Lass gerne ein Abo da, wenn du darauf Bock hast, und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Wenn wir uns einem Strider nähern, dann fallen uns 2 Sachen auf in der Regel, und zwar, dass wir Mutagel brauchen und dass wir Missionen abschließen müssen, um ja das jeweilige Tier bzw. die jeweilige Kreatur zu zähmen. Die Missionen skalieren eben mit dem Level der Kreatur mit. Ich zeige euch mal eben, welche Missionen ich gemacht habe bzw. welche Mission man am Anfang eben erledigen kann, wenn man noch gar kein Equip hat, aber unbedingt einen Strider haben möchte. Übrigens, das hier ist ein Missionsterminal, findet man überall auf der Karte, sind ultra leicht zu sehen, die sieht man auch von weiter oben. Da könnt ihr rangehen und da könnt ihr Missionen auswählen. Wir schauen mal eben rein, welche Missionen denn am Anfang sinnvoll sind. Eigentlich alle Missionen, wo man ein Rennen absolvieren muss, denn man braucht keine Voraussetzung dafür. Kann man einfach so machen. Rennmissionen sind alle mit der Zielflagge davor, nur mal so nebenbei erwähnt. Und ihr könnt im Prinzip alle machen, bis auf die Downriver Run Mission. Das ist die mit dem Kanu. Ich finde die extrem schwierig. Bis Beta habe ich sie gemacht. Auf Alpha war mir das zu blöd. Könnt ihr auf jeden Fall auch mit Beta machen. Ist auf jeden Fall möglich. Und ihr habt ja auch immer mehrere Versuche. Also ihr könnt euch ja das einfach antrainieren. Und dann bekommt ihr einfach die Mission. Und das Ding ist auch, es gibt die ja immer in 3 Stufen. Also Alpha, Beta und Gamma. Dementsprechend bekommt ihr auch 3 Missionen dann immer dafür, wenn ihr die 3-mal abgeschlossen habt. Was ich noch als Tipp geben kann. Es gibt eine Mission, da ist man auf dem Tech Hover Sale unterwegs. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man in die First Person geht. Dann ist sie deutlich leichter. Und dann ist es auch eigentlich das leichteste Rennen von allen hier. Lasst euch hier vom Team Downriver Run nicht abschrecken, auch wenn das ein Team Downriver Run ist, kann man den alleine machen, kann man sich also auch mal zusätzlich 2 Missionspunkte sichern, und der Starring Strike aktuell ist er für mich nicht spielbar. Also ich krieg's nicht hin, ich krieg den Delfin dann nicht gesteuert, damit er das macht, was ich möchte. Dementsprechend fällt die für mich raus. Das heißt, ihr seid dann, glaube ich, bei 13 Missionspunkten aktuell. Und zusätzlich brauchen wir noch Mutagel. Das wurde uns ja eben auch angezeigt. Und wie wir uns das holen können, das zeige ich mal eben. Mutagel ist tatsächlich relativ leicht zu bekommen. Man braucht ein bisschen Glück und man muss sich eben im Space-Biom befinden. Ich zeige euch das mal ganz kurz auf der Karte. Klar, Space-Biom werden wir mittlerweile alle kennen. Aber in der Mitte der Map, da gibt es so Übergänge. Und auf so einem befinde ich mich gerade. Da müsst ihr also hin, da könnt ihr ganz easy ins Space-Biom reinkommen. Keine Sorge, die Tiere sind meistens weiter oben. Und ihr müsst eben Glück haben, dass genau diese Variante des Bioms gerade da ist. Das sind diese bräunlichen, gelblichen Steine, nicht zu verwechseln mit dem Schwefel-Biom. Ganz, ganz wichtig, da fliegen wir eben einmal hin. Und dann sehen wir schon hier, gibt es Steine, die können wir abbauen. Und da wird dann eben, ja, Mutagel mit dabei sein, auch ein bisschen Ambra oder Ambra, wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte. Und ja, wir nehmen uns einfach eben so viel Mutagel mit, wie wir eben hier brauchen. Einfach hier ein bisschen abbauen, mit ein bisschen Glück kommt da eben was raus und ihr bekommt eben auch genug davon. So, und weil die Ersten sich natürlich schon fragen werden, naja, was mache ich denn, wenn das Biom nicht bei mir ist? Wie funktioniert das denn? Wie kommt das dahin? Dazu wird es nochmal ein extra Video geben, weil genau beeinflussen könnt ihr das nicht. Im Prinzip müsst ihr immer wieder bis 1.30 Uhr nachts warten, denn dann ist das Biom komplett einmal durchgetauscht und ihr habt die neue Chance, eben dieses Biom zu bekommen. So, wenn wir bei unserem Strider der Wahl sind, dann packen wir unser Mutagel mal auf den letzten Slot, auf die 0 oder was auch immer das auf der Xbox ist, aber es ist der letzte Slot der Hotbar. Und dann würde ich mich hier auf den Rücken begeben des Striders. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, mit Dreieck Y oder E in meinem Fall können wir das Mutagel benutzen. Und dann wird gleich eine Hacking-Sequenz beginnen, beziehungsweise das Spiel wird uns gleich sagen, wo wir hacken müssen. Denn es gibt im Prinzip 4 Hacking-Positionen. Vorne die Beine und eben hinten die Beine an der Hüfte. Und das sagt uns das Spiel gleich. Wichtig, es fängt gleich so eine Hacking-Sequenz an. Und die müsst ihr eben abschließen, indem ihr die Schusstaste betätigt. R2, RB bzw. linke Maustaste. Ich fange einfach mal eben an, auch wenn das extrem ätzend ist, dass er jetzt hier hochlaufen will. Ihr könnt theoretisch auch dabei unten stehen, ne? Ich habe da nur keine guten Erfahrungen mitgemacht, deswegen sind wir hier oben. Ich setze es mal ein und es wird... Wo können wir hacken? Vorne rechts. Wir gehen ran, jetzt läuft das durch. Wichtig, in der Mitte ist eine Linie. Wenn es in der Mitte ist in etwa, dann drücken wir die Schusstaste, damit es sich eben hier festsetzen kann. Das Ganze machen wir jetzt noch ein letztes Mal. Und zack, peng.
haben wir unseren Strider gezähmt. Ganz wichtig noch ein paar Sachen kurz dazu. Falls ihr zu spät an das Bein rangeht, ich habe das jetzt geschafft mit einmal hacken, dann werdet ihr mehrmals hacken müssen. Zumindest war es bei mir so. Denn da läuft so ein kleiner Timer ab, in der Zeit müsst ihr da hinkommen. Das sind, glaube ich, so 15 bis 20 Sekunden. Das ist auf jeden Fall easy, da kommt ihr auf jeden Fall ran. Andere Sache, falls ihr den Hacking-Prozess nicht schaffen solltet, warum auch immer, aber ihr habt jetzt die Tastenkombination, das ist eigentlich der größte Punkt, warum es nicht klappen sollte, dann könnt ihr in einer gewissen Distanz nochmal anfangen zu hacken. Was heißt gewisse Distanz? Da steht irgendwie 5000 dann beim Strider und der muss erstmal ein bisschen laufen, damit er wieder dann, ja, gehackt werden kann. Wichtig, ihr müsst dann kein neues Mutagel einsetzen. Allerdings ist es so, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das ein bisschen buggy. Das heißt, diese 5000 laufen nicht unbedingt immer runter. So, schauen wir uns den Strider mal an. Also wir können hier Schnellreise machen, hier hinten. Wir können uns auch hier reinlegen. Wir fliegen aber immer wieder raus, deswegen keine Ahnung, was das bringen soll, ehrlich gesagt. Allerdings, ganz, ganz wichtig, der Text Strider ist eben auch ein Spawnpunkt. Wenn ihr tot seid, könnt ihr euch eben hier spawnen lassen. Das ist ganz, ganz nice. Hier können wir irgendwas einschalten. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Und wir können uns eben hier hinsetzen. Und jetzt ist wichtig, jeder Strider ist ein bisschen anders. Bei diesem hier haben wir jetzt die Taschen. Wir haben mit der linken Maustaste unseren Stomp. Und wir können mit der rechten Maustaste. Auf C haben wir nichts. Da wäre das der Taschenslot aktuell. Da wäre sonst ein Schild mit dabei. Und jetzt haben wir noch die rechte Maustaste. Und ich habe keine Ahnung, was das gemacht hat. Das hat irgendeinen Strahl gemacht. Wie dem auch sei, wir können hier ganz normal auch aufs Inventar zugreifen und können hier dann eben leveln, ne? Auf Leben, Nahkampfschaden, Bewegungsgeschwindigkeit. Und wir können scheinbar hier Batterien reinlegen. I don't know. Strider für mich immer noch ein Mysterium. Wie gesagt, jeder ist ein bisschen anders. Und die Module variieren. Es könnte sogar sein, dass wir das eventuell irgendwann hier noch austauschen und ablegen können, weil es gibt die Option aktuell, dass wir es ablegen könnten. Funktioniert aber nur noch nicht. Bin ich mal gespannt, wäre nice, dass man sich so einen eigenen Strider zusammenstellen kann. Ansonsten ist man ja so ein bisschen darauf angewiesen, dass das RNG funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.